Mit dem Aschermittwoch beginnt jedes Jahr vor Ostern die Fastenzeit. Doch worauf würden die Deutschen am ehesten verzichten? Alkohol und Süßigkeiten stehen ganz oben auf der Liste. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK Gesundheit hervor. 73% der Befragten gaben an, Zucker- und alkoholhaltige Getränke weglassen zu wollen. Auf Platz 3 landet der Verzehr von Fleisch. Mehr als jeder Zweite ist laut Umfrage bereit, während der Fastenzeit darauf zu verzichten. 43% gaben an, eine Weile mit dem Rauchen aufhören zu wollen. Am unentbehrlichsten scheint das Auto zu sein. Nur jeder Fünfte würde einige Wochen ohne sein Fahrzeug auskommen. Auf den Fernseher temporär verzichten würden immerhin noch 39%. Beim Handy und Computer sind es 19%.